das ist gerade zu anstrengend, ja. Ah, da ist Magnussen. Krasser Typ. Der hat auf jeden Fall hier vorne auch mitgemischt. Ja, und der muss aber auch gleich an die Box. Ich hoff's doch. Ich kann keinen Bock auf den. Also in 2-3 Runden, denke ich mal, geht er an die Box. Kann er nicht jetzt gehen, bitte? Ist er nicht gegangen? Nee. Doch? Ah, doch, doch ist er. Stimmt, hast recht. Das im Augenwinkel gesehen, dass er da irgendwie weggefahren ist. Gott, habe ich Angst. Ricardo kommt so nah ran. Oho, 0,052 Sekunden Abstand hat er gerade. Jetzt 0,2 Sekunden. Du hast da vorne 6,6 Sekunden. Ja, es ist schwierig hier jetzt vorbeizukommen. Also erstmal wegzukommen von ihm. Ja, die Ferrari ist, glaube ich. Wer ist Erster? Vettel Erster, Raikön Zweiter. Beide Ferrari. Oh, die gehen mir plötzlich ja, die ziehen weg. Ja, die ziehen weg. Ich freue mich auf die weißen Reifen, das wird super. Meine Lieblingsmischung. Wie ich diese Scheißkurven hier hasse, ey. Jawohl, Cottbus bekommt gelbe Karte. Oh. Wie viele Minute haben wir denn? Sechste Minute. Was ist dein realistischer Tipp? Ja, fuck. Ricardo einfach viel schneller. Nichts. Das ist schwer zu sagen, da ein Tipp. Alter, wie lange einfach überlegt. Ja, nee, aber ist echt voll schwer. Ich glaube. 3-1 Braunschweig. Nee, 2-1, glaube ich. Ich sag 3-1. Oder D3. Nee, so viele Tore fallen, glaube ich nicht. Vielleicht 3-2 oder. Ich glaube, es. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Änderung bestätigen. Okay, geht in Ordnung. Er hat mir gerade vorgeschlagen, nochmal auf gelb anstatt zu weiß zu wechseln. Okay. Weil er wahrscheinlich sieht, dass ich keinen Verschleiß habe. Oder, ja, was heißt keinen Verschleiß? Ne? Nein, gar keinen Verschleiß. Aber halt wenig. Aber die Kader sind immer viel schneller. Kommt Hamilton ran oder geht das noch? Hamilton 4,2 Sekunden. Wie viel war es vorhin? Glaube ich auch ähnlich. Erhöhen wir den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen Energie. Eigentlich hätte ich ja schon Bock auf Podium, ne? Auf das Treppchen zu steigen, das wäre super. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,2 Sekunden. Ist das anstrengend, Leute! Das ist doch nicht, das ist so scheiße, ist das. Das sind noch 20 fucking Runden, das ist unglaublich.
bisschen die Kurven anders interpretieren, wie Jan das immer so gern sagt. Ja. Oh! Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Runde. Gar kein Problem für den Mieke. Das heißt, ich halte noch mit. Gewinnst Abstand auf Hamilton. Ja, weil ich wieder an Ricardo dran bin. Fuck. Wird eng. Jetzt aber da in der hinten Kurve kannst du vorbei. Alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Alter, das sind geile Bilder. Direkt nebeneinander einfach. Ich komm nicht vorbei an diesem Arsch. Was ist das denn? Guck dir das an. Ich kann nicht vorbei. Was bist du denn für einer, Ricardo, Alter? Das wird nichts. Nächste Runde. Ich habe jetzt dann irgendwann zurückstecken müssen oder zurückgesteckt. DRS, komm. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 10,6 Sekunden. Junge, wie viel schneller man einfach ist mit DRS. Uiuiuiui. Kann ich nicht einfach mal weg von dem? Bin ich wieder Dritter. Wahrscheinlich Ferrari jetzt ewig weit weg. 7,5 Sekunden. Aber ein bisschen auf jeden Fall mehr als gerade eben. Aber wenn du mit Gelb, noch Doppelgelb fahren kannst, ja, das ist auch hast du ja vielleicht eine Chance. Das stimmt, das ist schon nicht schlecht. Oh! Oh, war das knapp. Was? Große Chance für Braunschweig. Ich dachte schon, irgendwas passiert hier. Lol, da ist jemand an der Box, was ist da los? Das ist Perez. Normaler Wechsel? Der ist 18. Der wechselt auf Weiß. Der war gerade schon schlecht. Der war gerade schon mega schlecht. Vielleicht fährt der Gelb-Weiß oder so, weil er... Alter, ich hasse es. Jetzt ist Ricardo hinten dran, jetzt kriegt der ERS, DRS. Also ich glaube, Perez ist einfach kacke, weil das ist sein erster Stopp auch erst gewesen. Ja, wie gesagt, der ist glaube ich einfach hier, ne? Gelb-Weiß gefahren. Ja, schon, aber der ist trotzdem letzter Platz. Und Alter, vor ihm haben zwei Stopps. Ist der mir gerade reingefahren? Nee, ich glaube nicht. Das hat sich richtig danach angefühlt. Aber ich find's gut, dass er nicht vorbeigezogen ist. Verlierst auf jeden Fall nach vorne Abstand. Naja, das ist schon klar. Wenn ich mich hier battle und die geben richtig Gas. Jetzt. Na, na. Ricardo. Eine Sekunde Abstand zu Ricardo jetzt. Das war gut, was du gerade offensichtlich gemacht hast. 1,2 Sekunden. Ach, er ist aus dem DRS-Fenster raus. Gleichzeitig nach vorne direkt dadurch wieder aufgeholt. Sehr stark. Ich glaube, Ricardo hat aufgehört zu kämpfen. Er hat sein Benzin jetzt wieder so runtergestellt vielleicht. Echt? So, ich ja, habe meins nämlich gerade wieder hochgestellt. Ah, vielleicht deswegen. Das könnte auch passieren. Aber das ist ja nicht schlecht. Ja, ja, weil jetzt, also irgendwie wird er langsamer oder du schneller. Auf jeden Fall ist er jetzt schon bei 2,2 Sekunden. Ja, komm, das komm. Das war für mich gerade interessant. Oder er ist mir tatsächlich reingefahren. Weil ich ja gesagt habe, ist er mir reingefahren. Vielleicht hat er so einen leichten Schaden und wird dadurch langsamer. Naja, er muss ja nicht zwingend wechseln, aber guck mal, der wird voll langsam. Es kann sein. Nee, kann nicht sein. Zu deinem Hintermann. Weiter so. Ja, doch, könnte sein, dass dein Frontflügel ein bisschen kaputt ist. Die linke Seite. Guck mal, 3, 5. Du solltest vielleicht auf eine niedrigere Benzin.
Ja, doch, kann sein, dass er bei seinem Frontflügel was kaputt ist. Das hat sich auch so angefühlt, dass er so ein bisschen in mich reingefahren ist. Weil ich mach gerade nicht so viel Abstand nach vorne gut. Und aber nach hinten zu Ricardo gewinne ich mega. Also der muss irgendwas haben. Aber das ist natürlich sein Problem. Ich habe damit nichts zu tun. Wirklich nicht dieses Mal. Guck mal, 6 Sekunden jetzt gleich. Das ist schon krass. Schnell das gehen kann. Ja, da ist was kaputt. Auf der rechten Seite von seinem Frontflügel, das habe ich gerade deutlich gesehen. Oh. Hamilton überholt ihn auch gleich. Neue schnellste Runde. Oh, da ist Vettel überholt. Was? Der war in der Box? Ja, der hat sich weiß geholt gerade. Ha! Was ein Bob. Aber du musst ja auch noch an die Box. Wir drei können auch gleich gehen, ich weiß, aber mit Gelb bin ich vielleicht ein bisschen schneller. Wenn ich so fahre wie jetzt, könnte ich aufs Podium kommen. Ja, was Podium krass auf jeden Fall. Wir brauchen wieder Energie. Reduziere den ERS-Einsatz. Vorne rechts ist einfach so gefühlt gar keine Abnutzung, ey, krass. Ich fahre nächste Runde laut Plan. Mal schauen. Lol, Ricardo ist an Vettel vorbei? Was ist da denn los? Oh ja. Ist der nicht scheiße? Ricardo ist eigentlich scheiße, ja. Was ist dann mit Vettel? Ist der noch beschissener? Mit seinen weißen Reifen einfach 8 weißen Sekunden schneller. Schneller, langsamer. Ey, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die so langsam sind. Bin auf jeden Fall jetzt zwischenzeitlich Erster. Box, wir kommen diese Runde rein. Oh ja, der hat jetzt auch weiße Reifen. Hat er? Hat er. Sehr gut. Ricardo bitte auch. Ricardo ist jetzt Zweiter. Wow, Alter. Da sind Teile geflogen. Bei wem? Ich glaube, Vettel hat versucht, Ricardo zu überholen und bei Vettel ist jetzt auch der Frontflügel kaputt. Lololol, das sieht gar nicht schlecht aus für mich. Als ich das letztes Rennen gesagt habe, bin ich dann rausgeflogen. Ja, Vettel ist der Frontflügel auf der linken Seite kaputt, bei Ricardo auf der rechten Seite. Das ist geil. Boah, und wieso bin ich jetzt schon ganz tot? Ja, du wolltest halt Fußball schauen. Nein. Ich musste jetzt nur gut Zeit gewinnen, weil ich, wenn ich jetzt in die Box gehe, bin ich halt trotzdem irgendwie, keine Ahnung. Ja, sie müssen irgendwie Raikön aufhalten. Weil der hat ja noch ein heiles Auto. Das wäre geil. Fährst du jetzt an die Box? Ja, ich muss jetzt. Ja, dann gehen sie vorbei, alle drei, alle vier, fünf. Was? Dann alle drei Leute gehen an dir vorbei. Alle fünf. Oh Gott, was trinken, kann man da gleich nochmal neu starten und dann hoffentlich Podium fahren. Ich tipp mal, dass du... Spanien ist die Box scheiße. Weiter bis Dritter wirst. Synchro. Man wird sau langsam in der Box. Ricardo ist auch in der Box hinter mir. Ja. Der überholt mich nicht. Der bekommt einen neuen Frontflügel auch. Und der wechselt auch auf Vettel Gelb. Vettel hat nicht gewechselt? Vettel hat den Frontflügel nicht gewechselt. Aber... So, wie viel Abstand ist es jetzt noch? Ja, keine Ahnung. Das ist jetzt die Frage. Weil mit den Gelben bin ich jetzt schneller. 7,4 zeigt er mir an. Klappt das? Hau das hin. Was, 7,4? 7,3 Sekunden ist sein Abstand, ja. Ja, super. Bin ich gespannt. Und halbe Sekunde davor ist noch Vettel. Da bin ich gespannt, ob das noch was gibt oder Vettel nicht. Vettel wird aber gleich von Raikön überholt. Hoffentlich halten sie sich noch mal ein bisschen auf.
Wo sind sie gerade? Ja, Vettel holt gerade, hält gerade Raikön auf. Das ist saugut. Wenn ich jetzt mit Gelb schneller fahre, das wäre krass. Die biegen gleich auf die lange Gerade. Uiuiui. Uiuiui. Jetzt auf der langen Gerade und ich glaube, Raikön überholt Vettel jetzt. Glaubst du das? Würde ich mal tippen. Aber ich glaube, ja doch, er ist vorbei. 6,8 Sekunden. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt mit Gelb schneller fahre, die haben ja beide weiß, dann könnte das krass. Ja, Vettel, glaube ich, bekommst du noch auf jeden Fall. Krasses Finish werden. Aber ob du Raikön bekommst. Könnte ein krasses Finish werden. Das sind noch mehr als 10 Sekunden. Ja, aber der ist jetzt schon eine Sekunde schneller als weiter vorne als Raikön nach ein paar Kurven nur. Also. Als Vettel. Ja. Aber ich bin auch krass. Ich fahre lila Zeiten. Gelbe Reifen. Ja, ja. Es ist alles drin. Es ist tatsächlich alles drin. Spanien ist wirklich scheiße, aber wie gesagt, Hassstrecke jetzt auch nicht. Die kam auch über runter, sehe ich. Ich bin mega an Vettel dran jetzt schon. Naja, mega nicht, aber ich bin auf jeden Fall dran. 3 Sekunden Abstand hast du. Wer ist der letzte Platz, den die überrunden müssen? Eriksen. Ja, komm, halt ihn auf. Hier nach der Geraden. Mal schön aufhalten. Guck. Schnellste Runde. 1,23,9, krass. Gewinn mega Abstand zu Hamilton, sehe ich. 10, 11 Sekunden, sowas. Und da ist Vettel. Raikön ist jetzt gleich an Eriksen dran. Komm, Vettel, und jetzt DRS-Zone. Oder auch nicht. Wobei, wenn ich jetzt ein bisschen später bremse. Boah, bei ihm raucht alles. Aber ja, der holt dich nicht ein. Start. So, jetzt von Vettel weg. Das wird leicht von Vettel weg. Boah, Raikön ist ja sau nah, weil der ihn aufhält. Ich liebe dich, Eriksen. Einmal. Lol, der ist ja sau nah. Ja, weil Eriksen hat ihn im dritten Sektor gerade richtig aufgehalten. Und jetzt vorbei und da kommt noch einer aus der Box, der jetzt wieder Raikön auffällt. Sergej Srotkin ist gerade aus der Box. Sag mir, wenn Raikön vorbei ist. Er ist genau zwischen den beiden. Jetzt gerade verliert richtig viel Zeit, glaube ich. Sag auf jeden jetzt Fall. Jetzt ist er vorbei. Okay. Jetzt hast du die beiden Chaoten. Ach, das sind doch coole Typen. Vor dir. Man muss das halt nur gut machen. Guck, hier auf der Geraden machen die Platz. Halbgeraden, hier, wenn man das nennen will. Oh, da hast du die aber gerade ein bisschen ausgebremst. Das ja, war beinahe ein Unfall. Aber ich habe das alles unter Kontrolle. Ganz, ganz klar. 2-4 hinter Raikön. Mann, du hättest echt auch noch mega gut mitfahren können. Warst ja im Qualifying besser als ich. Hättest es auch so gefahren wie ich ungefähr. Energie ist zum Ausgeben da. Ich wäre auch ungefähr da, wo du jetzt gerade bist. Boah, na, so krass wär's bestimmt nicht. Also Raikön wird schon schwer, der gibt schon richtig Gas, das merkt man schon.
baller jetzt ein bisschen mein ERS raus und hoffe, dass ich dadurch rankomme. Boah. Noch irgendwas passiert bei den Eintracht, bei der Eintracht? Nee, nichts Spannendes. Dafür hat er sich hier Magenta gekauft. Krass. Hamilton 13 Sekunden jetzt. Das ist krass, Vettel gar nicht mehr vorhanden irgendwie. Selbst das Overlay der dritten Liga sieht richtig scheiße aus. Was ist mit Vettel? Vettel ist auf Platz 6 und hat gerade gewechselt. War in der Box. Ah, okay. Hat jetzt auch gelbe Reifen. So, durch ERS bin ich jetzt dran. Aber wenn ich das gleich, wenn ich das jetzt gleich ausmache, bin ich in der DRS. Nee, 1,005. Wow. Bist noch, oh, jetzt bist du dran. Komm, komm, komm. Bitte gib's mir. Nee, gib's mir nicht. Ach. Jetzt verlierst du wieder, glaube ich. Ja, ja, ich tue jetzt auch ERS wieder ausmachen. Muss. Aber so bleibe ich an ihm dran. Und dann kurz vor Ende, wie gesagt, könnte es ein krasses Finish geben. Wäre für mich natürlich so, so wichtig. Bisschen in die Kurven reinlegen. Bisschen zu arg reingelegt gerade, aber passiert. Alter, mit Hamilton muss auch irgendwas falsch sein. Ich gewinne einfach jede Runde eine Sekunde. Der Typ ist irgendwie nicht mehr so on point, wie er mal war. Bei Braunschweig hat sich einer verletzt, muss, glaube ich, gleich ausgewechselt werden. Oh, da ist wieder ein Überrunder. Das ist natürlich unpraktisch. Ich habe diesen Pömpel umgefahren. Ups. Wer ist denn das? Fürstner, der Kapitän hat sich verletzt. Vor Raikön, meine ich. Ich kenne mich mit Braunschweig nicht aus, aber ja, ist scheiße. Voll, glaube ich. Scheiße, dass sich da einer verletzt. Das ist natürlich immer ärgerlich, wenn es dein letzter Spieltag und voll crazy. Voll da, der Stroll. Aber ich bleibe auch ohne ERS gerade dran. Ein bisschen mehr als eine Sekunde. Auf der Geraden zieht er mir jetzt wieder ein bisschen weg. Wenn der Stroll jetzt da noch vor sich hat, hoffentlich. Hält er ihn in den richtigen Punkten der Strecke auf? So, ja, Kapitän muss ausgewechselt werden, ist verletzt. Das ist richtig ärgerlich. Ah, jetzt lässt er ihn vorbei, hält er mich auf wahrscheinlich so, oder? Ja, lässt mich auch noch vorbei. Cottbusser sind richtig so aggressiv. Ich hab gerade auch richtig Bock, wieder so Football Manager meine private Karriere weiterzumachen. Bin in der DRS-Zone. Hat auch Bock jetzt auf so ein Elfmeterschießen. Was für ein Elfmeterschießen? Ein Elfmeterschießen, Challenge. Achso, was? Ja, hä? Doch immer. Ein Football Manager? Nein. Oh! Oh! Fast ein Tor? Ja, fast. Und? Elfmeter! Elfmeter für Braunschweig! Lol. Benzin ist bei Planziel minus 1. Fahr bitte den Motor runter. Oh, da richtige Rudelbildung. Alle, die Cottbusser verprügeln den Schiedsrichter. Scheiße, ich hab mich verbremst oder vergast. Nein, Raikön gewinnt mega Abstand dadurch, durch diese Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist da wieder ein Überrunder? Ja, ist er. Oh, bitte im dritten Sektor, halt ihn einfach auf. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus.
DRS-Sektor bin also, ich also nah dran. Der Kommentator sagt, es ist eine Fehlentscheidung. Ich hab's nicht gesehen. Echt? Du hast es nicht gesehen? Ja, es war ein Handspiel. Der Braunschweiger hat geschossen. Und... Oh, jetzt gibt's für Beschweren auch noch gelbe Karte. Und jetzt beschweren sie sich noch mehr. Das ist sehr erfolgreich. Nee, aus einem halben Meter, also ein Braunschweiger hat geschossen, einen halben Meter davor stand ein Cottbusser und der hat den Ball an die Hand bekommen und deswegen hat er gelb bekommen. Oh, jetzt, und, jetzt, komm, DS, DS, DS. DS gönnt. DS ist cool. Ich bin Erster, was ist da los? Jetzt nicht wieder vorbeiziehen, bitte. Lass mich noch kurz vor, dann stelle ich auf Mager, bremse dich richtig aus. Oh Gott. Ricardo hat Hamilton zurück überholt. Pitzner tritt an zum Elfmeter. Ja, der ist drin, locker. 10 gelbe Karten für Cottbus. Oh. Er klatscht. 1-0. Unfair. Ja, den Elfmeter kann man geben. Weißt du, wenn Bayern den bekommen hätte, hätte wieder jeder gesagt, nö, den hätte man nicht geben können, lächerlich. Ja. Es ist auch scheiße. Also ganz ehrlich. Irgendwie ist es auch scheiße. Fuck, ey, Raikön hat jetzt bestimmt auch DRS. Oh oh, was ist denn jetzt los? Wieso? Die Cottbusser verprügeln, wollen jetzt hier machen. Ja, ich weiß nicht, die machen richtig Stress mit dem, den der Feder jetzt geschossen hat. Und sagen so, ja, wieso hast du den Elfmeter reingeschossen und so, du bist ein Hurensohn. Die verprügeln einfach jeden. Ja, die Cottbusser sind richtig auch aggressiv. Auch die Polizisten. Ja, und ich bin gerade Erster und Raikön wird hoffentlich durch Hartlieg jetzt richtig aufgehalten. Jena führt, das ist schlecht. Die führen schon 2-0. Was? Das Asbach 0. Alter, das war nicht gut. Lotte führt auch, aber das ist dann dementsprechend, ja, das ist egal, ob Lotte führt. Was für Vereine, Alter. Es darf nur Gross Asbach nicht auch noch gewinnen. Warte, da steht es noch 0-0. Ja, aber ist doch egal, wenn Braunschweig. Ja, wenn Braunschweig, wenn sie gewinnen sollten. So, Raikön jetzt auch an Hartley vorbei. Oder Gasly oder wer auch immer es war. 3 Runden, 3 Sekunden. Und ganz viele Punkte Unterschied. Nicht mehr so konzentriert irgendwie. Konzentration lässt natürlich nach. Meinst du, ich schaff's? VSC. Nein! Das virtuelle Safety Car ist auf der Strecke. Jetzt schaff ich's nicht mehr. Was? Wieso? Hä? Du hast jetzt eine Stop-and-Go-Strafe bekommen. Oder wir hatten eine Stop-and-Go? Irgendwer hat eine Stop-and-Go-Strafe. Ich nicht, aber es ist ein virtuelles Safety-Car da. Und ich kann mich nie bei dem Delta halten. Und das machen ja, die Bots natürlich automatisch. Und deswegen verliere ich jetzt allen Abstand. Ich verliere alles. Den ganzen Abstand. Ich muss Ocon ist raus. Irgendwer hat Ocon rausgerammt. Und deswegen ist das Safety-Car jetzt da. Und der hat eine Stop-and-Go-Strafe für das Manöver bekommen. Jetzt ist es grüne Flaggen. Wie viel Abstand habe ich jetzt noch? Mehr Abstand. War es gerade bei 4, irgendwas, jetzt bei 5,7. Was? Oh, jetzt nur noch bei 4,7. Irgendwas Komisches ist da. Ich
dachte, ich habe jetzt alles verloren. Nee. Tatsächlich 5 Sekunden. Ja, dann danke ich dir, Safety Car, virtuell. 2 Runden noch, also das schaffst du ja. Das war jetzt richtig RIP. Ich wäre jetzt fast in der Wand gewesen, hätte ich da jetzt aufs Gas weiterhin gedrückt. Der Druck ist gerade so hoch. Was für ein Druck? In meiner Hose. Hm, geil. Oh, da ist auch irgendwie ein Safe, da ist irgendwie eine gelbe Flagge, der steht da. Erhöhen wir den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen Energie. Kein Bock hier jetzt irgendeinen Fehler zu machen. Echt? Achtung! Da ist er. Deine Reifen? Weiß ich nicht, keine Zeit. 40, der schlechteste. Ungefähr so kurz vor 40 alle. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Aber offensichtlich 3 können auch scheiße, die 5 Sekunden bleiben. Komm schon. Ricardo, 5 Sekunden Stop and Go, Strafe, gelbe Flagge ignoriert. Er ist gerade auf Platz 3, da bekommt noch eine Stop-and-Go-Strafe. Und Stop-and-Go muss man, glaube ich, muss man 5 Sekunden Stop-and-Go machen? Nee, die werden hinten lang hängen. Durchfahrtsstrafen muss man machen, genau, ne? Genau, ja. Aber Stop-and-Go. Ja, Durchfahrtsstrafen ist auch heftiger als Stop-and-Go. Stop-and-Go wird dran gehängt. Weiß ich nicht, wie viel Abstand der hat, wer hinter ihm ist oder keine Ahnung. Hat das Auswirkungen? Hamilton ist für hinter ihm, ja, der wird dadurch Vierter. Okay. Oder Dritter. Alter, da ist immer noch gelbe Flagge. Wann kriegt man eigentlich Stop and Go? Was ist denn gelbe Flagge ignoriert? Wenn man da, glaube ich, überholt. Okay. Nicht Hamilton, DNF. Hamilton ist raus. Ist gerade eben rausgeschieden. Okay, ich kann aber nicht sehen, wodurch. Der steht mal, da auch. Wer gleich er steht dann vorbeifährt. Weit hinten ist das zwischen ersten und zweiten Sektor, Anfang zweiter oder so. Max Verstappen, okay, man sieht den nicht. Ja, der ist aber auf jeden Fall raus. Ich sehe ihn nur auf der Karte. Das heißt, Ricardo verliert doch keinen Platz. Lol, was ein Luck. Aber auch cool, dass Mercedes wieder verkackt hat. Und vor allem Hamilton. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde. Letzte Runde, Leute. 4,5 Sekunden Abstand, Überrunder vor mir. Aber das ist egal, ich werde das jetzt langsam entspannt zu Ende fahren, ohne jetzt groß was zu riskieren. Die Sonne blendet auch irgendwie gerade, also im Game. Das ist so das heftige Spiel gerade. Gelbe Flagge. Sich alle prügeln. Richtig viele Rangeleien, ja, es ist eine Schlägerei gerade quasi, so Kreisligaspiel. Da ist Hamilton. Alle regen sich richtig auf, richtig viele Emotionen. Boah, Alter! Oh. What the fuck? Die Cottbusser sind so richtig. Ich weiß, vielleicht gibt es hier Cottbus-Fans, die gerade zuschauen, aber ich sehe das Spiel, es ist unsportlich eigentlich, was sie machen. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt, sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Wie gesagt, ich mache jetzt hier keine Sprenzchen mehr. Gasly und Perez muss ich nicht überholen. Die sollen schön ihre Runde noch zu Ende fahren. Wobei, Stand jetzt wäre Cottbus auch gar nicht abgestiegen. Also, und trotzdem machen die so einen Scheiß. Alles. Oh! Oh! Nein! Karierte Flagge! Ja! Erster Platz, Leute! Yes! Oh! Dritter Pokal, glaube ich. Alles nice. Drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen? Boah, war das anstrengend, Leute. Das glaubt mir kein Mensch. Jan, seit der zweiten Runde draußen, ey. Ich hatte gar keine Motivation mehr. Bis ich dann irgendwie gemerkt habe, da ist noch was zu holen.
Gefahren. Du so erster Platz die ganze Zeit, der ist noch der, was. Ich war nie die ganze Zeit erster. Ja. Puh, ey. In der zweiten Runde warst du erster. Ey, ist das schwierig gewesen, ey. Das ist so anstrengend. Das war's auch von unserem heutigen Aufnahmetag. Wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen Pause. Und danach geht's direkt los mit Monaco. Das wird auch so geil. Echt? Nehmen wir das nicht mehr auf? Hey, haben wir doch gesagt gestern. Zwei Rennen. Ja, kann sein, ja. Ja, ist okay. Dass wir so 14:30 fertig sind. Und jetzt ist 14:15. Null Punkte habe ich bekommen. Ist ja toll. Rangliste. Du bist Sechster. Ein Platz runter, glaube ich, ne? Ja, glaub schon, sein. Ja. Und ich habe mal wieder abgeliefert, jetzt wo es eng wurde. Nochmal Gas jetzt gegeben. Jetzt bist du wieder safe. Jetzt bin ich wieder für einen Rennen sicher. Und dadurch, dass du gewonnen hast, sind wir auch immer noch erster Platz. Ja, in der Konstrukteur, weil Ferrari durch hier dritter und vierter Platz. Aber ich glaube, die KI-Stärke ist so ganz gut. Aber als ob Bottas jetzt einfach noch Ferrari überholt hat. Ich dachte, Raikkonen ist jetzt dritter. Zweiter. Aber offensichtlich hat Bottas zweiten Platz nochmal geholt. Krass. Ach nee, das ist ja insgesamt die Rangliste. Ich bin jetzt gerade komplett verwirrt. Ja, aber doch, Raikkonen hat auf jeden Fall zweiter. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Schade um dich. Es kommt Monaco, das wird auch super. Bin ich gespannt. Ja, ich hoffe, dass ich es da schaffe, wieder krass zu fahren. Ist ja eigentlich meine Lieblingsstrecke. Schauen wir mal. Lasst mir da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.